Wir sind auf der Caravaning-Messe in Hamburg 2024 und wir filmen jetzt mal diesen Pössl-Deal, Spezialdeal. Es ist der Van 60 dB. Ja, die technischen Details 70.000. Wer genaueres lesen möchte, der sollte mal auf die Pause-Taste drücken. Messe, Sonderpreis 6.785 Euro sparen. Und wir gehen mal hinein. Wir haben zwei drehbare Fahrer- und Beifahrersitz. Das Ganze ist auf Fiat Ducato mit einem ordentlichen Navi enthalten. Der Tisch ist wegnehmbar, vergrößerbar. Man kann ihn ausdrehen, sodass man einen richtig schönen großen Sitz hat. Man hat hier eine Arbeitsplattenerweiterung und man hat eine zweite Sitzbank mit Anschnallgurten, sodass man auch zu viert fahren kann. Man hat hier oben ein großes Hiki sowie ein Fach hier oben für Jacken oder sonstiges direkt über dem Fahrerhaus. Und hier haben wir die Bordelektronik enthalten, die Druma Dieselheizung. Über dem Esstisch ist ein großes Fach, wenn ich es denn aufbekomme, ja. Ein Fernseher ist enthalten und wir haben hier den Küchenbereich mit zwei Flammenkochern, zwei Gasflammenkochern und einem Waschbecken. Und darunter befinden sich die Schubladen. Einmal, dann haben wir hier ein Abfallsystem. Ja, ein Abfallsystem. Das können wir separat rausnehmen und können die untere Schublade auch noch rausziehen. Daneben haben wir nochmal eine große Schublade. Nochmals eine große Schublade. Und darunter auch nochmal eine große Schublade. Darüber noch ein kleines Regal für Gewürze oder so, perfekt geeignet. Und über dem Kochbereich nochmals ein großes Fach, ja, für Gläser, Tassen und so weiter. Dann kommen wir zum Bad. Das Bad ist hier mit einer Rollladentür verschließbar. Wir haben eine große begehbare Dusche. Also das ganze Bad ist im Prinzip die Dusche. Die Brause hängt hier ganz oben. Also hier passt ein Mann mit 180 cm, 185 mit Sicherheit rein. Wir haben an der Decke ein Heki und wir haben etwas Ausklappbares, wo wir dann auch noch Jacken hinhängen können, wenn diese zum Beispiel feucht sind und abtropfen sollen. Der Spiegel hier ist verschiebbar, sodass wir die Fächer dahinter gut bedienen können. Also wir haben hier vier Fächer, haben hier drunter ein ausklappbares Waschbecken, welches wir wegklappen können, wenn wir es nicht benötigen. Wir haben hier einen Wasserhahn, welchen wir runterklappen können. Und so nimmt das Waschbecken keinen Platz weg. Auch die Toilette ist ausziehbar. Wir können diese rausziehen. Ja, das mache ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall möglich. Wir haben neben der Küche einen großen Kühlschrank mit Gefrierbereich und darunter nochmals einen Schrank mit jede Menge Staufläche. Dann haben wir ein Bett von ca. 1,90 m x 1,40 m und darüber Leselampen sowie jeweils zwei Schränke auf beiden Seiten mit jeder Menge Staufläche. Wir haben ein Seitenfenster auf beiden Seiten. Oder sind das überhaupt Fenster?
Nee, ich glaube, es sind keine Fenster dahinter. Da habe ich mich getäuscht, aber wir haben zwei Heckfenster und wir haben hier oben auch noch ein Heki verbaut. Ja, alles in allem klein, praktisch. Es müsste eine 6 Meter Länge sein, was wir hier haben. Und wir schauen noch mal von außen. Kommen jetzt natürlich nicht in den Heckbereich hinein. Aber ihr seht, wir haben mit Sicherheit darunter eine große Heckgarage noch unter dem Bett. Und haben hier oben auch noch einen Fahrradträger. Ja, und haben hier oben eine Markise. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci, euer Zuschfensens. Like und Abo bitte nicht vergessen.